So, liebe Leute, heute gibt es einen Burger für die Mikrowelle, The Royal, mit zwei Soßen, gekauft beim Netto für 1,99 €. Der Burger kommt jetzt so in die Mikrowelle rein, ohne geöffnet zu werden. Das Ganze bei 600 Watt und 90 Sekunden. Süßkartoffelpommes aus dem Backofen. Die schmecken eigentlich immer ganz gut. 90 Sekunden hat sich hier dieses Paket so aufgebäut. Nun werde ich den mal rausnehmen und auf dem Teller präsentieren. Gut. Der Burger ist hier wie in den Burgerketten in so einem Papier eingewickelt. Nun bitte ich mal aus. Mit einer Hand sieht das halt auch ein bisschen schlecht. Aber schauen wir mal. Ja. Also der Burger, so schlecht sieht er jetzt auch nicht aus. Das ist so ein Cheeseburger mit ein paar Soßen. Gut. So, nachdem ich nun noch zwei weitere gemacht habe, habe ich jetzt ein bisschen Übung im Burger. Mikrowellenburger braten. Also ich habe gerade die anderen beiden gefragt, die schon einen gegessen haben. Geschmacklich wäre er so wie in einem Burgerrestaurant, in dem großen Burger-Discountern da, die man so kennt. Und ich werde es jetzt auch mal von der Seite, sieht er jetzt hier so aus. Ich mache mal hier hoch den Deckel, obwohl, naja, es ist ein Cheeseburger. Also ist hier nichts wie dran, wie halt bei McDonald's und Co. Dann mal guten Appetit. 1,99 € ist okay, mal für den schnellen Hunger zwischendurch. Besser kann man, macht man sich sagen. Ja, ich habe jetzt auch zweimal abgebissen und ja, so der Bringer ist es wirklich nicht. Man kann es mal gemacht haben, aber für die Dauer, also für ewig ist das nichts. Wenn man mal wirklich schnell Hunger hat, dann kann man sicherlich was anderes machen als diesen Burger. Eure Kommentare zu diesem Video würde ich mich freuen und ja. Bis dann.